herzlich willkommen aus Solenau. Da tut sich was, da geht nämlich die Post ab. Es gibt einen neuen Postpartner hier bei der Gemeinde. Lieber Stefan, ja, danke mir für die Einladung. Stefan, bitte. Nicht nur geredet, sondern auch umgesetzt. Das ist der Postpartner da. Was möchtest du heute sagen? Ja, das mich freut, dass wir heute erfolgreich eröffnet haben. Es ist ziemlich was los, aber das ist am ersten Tag eh klar. Besonders gefreut, dass das immer ein Projekt war, wo die ganze Gemeinde dahinter gestanden ist, dass wir das auch einstimmig im Gemeinderat beschlossen haben, und ich glaube, der Erfolg, ja, sieht man heute. Super. Was können die Leute jetzt da machen? Natürlich Postbriefe, was gibt es für Angebote? Ja, also meine Öffnungszeit ist Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr durchgehend, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Mhm. In Wirklichkeit kann man fast 1:1 machen, was man auf der Filiale hat machen auch können. Das heißt auch die Bank 99 ist dabei, ja, Briefe, Pakete, also das Klassische, was halt man auf der Post erledigen kann. Perfekt, alles klar. Wir zeigen euch nur einen kleinen Überblick, was ihr da heute tut, und kommt da alle her zum Postpartner, verschickt die Briefe. Dankeschön, Papa, tschüss. Ciao. Liebe Leute, hier haben wir den Thomas, den Leiter hier von der Poststelle. Thomas, ich gratuliere einmal. Danke. Ja, klassisch, was gibt's bei euch? Ja, klassisch. Wir haben das Bürgerservice, die Post, und machen alles, was das Postamt auch gemacht hat. Briefe aufgeben, Pakete. Super, perfekt. Ich sehe gerade, da ist ja ein junges, dynamisches Team. Kannst du ein bisschen was über das Team erzählen? Wie geht es euch heute, vor allem am ersten Tag? Ja, also der erste Tag ist ganz okay. Als Team haben wir da einmal die Bogi, die war mit mir auch Zustellerin, und einmal haben wir die Ilke vom Postamt übernommen. Und wir drei leiten da das Post, den Postpartner. Perfekt. Was ist die oberste Priorität für die Solenauer, für die Solenauerinnen da anzubieten? Ja, die oberste Priorität ist bester Service. Das steht als A und O. Also, dass man den Kunden wirklich alles macht, was sie wollen. Perfekt, danke. Dann sage ich nur, die Post geht ab.